Willkommen zu einem faszinierenden Thema, das tief in die Welt der Hypnose eintaucht. Aber diesmal auf eine Weise, die völlig anders ist, als du es vielleicht gewohnt bist. Stell dir vor, in einen Zustand tiefster Hypnose zu gelangen, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird. Keine verbalen Anweisungen, keine Suggestion, nur pure Energie und Berührung. Klingt fast magisch, oder? Moin und willkommen zurück. Ich bin Nils Musche, Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder, und heute sprechen wir über die nonverbale Hypnose, eine Methode, die durch den Einsatz des eigenen Energiefeldes erstaunliche Transformationen bewirken soll. Aber was steckt wirklich dahinter? Und wie unterscheidet sie sich von anderen Hypnosetechniken? Genau das werden wir in diesem Video klären. In diesem Video erhältst du eine umfassende Einführung in die nonverbale Hypnose. Hier ist, was dich erwartet. Erstens, was ist nonverbale Hypnose? Zweitens, der Unterschied zwischen nonverbaler und mesmerischer Hypnose. Drittens, wie unterscheidet sich nonverbale Hypnose von herkömmlicher Hypnose? Viertens, welche Techniken werden bei der nonverbalen Hypnose eingesetzt? Und fünftens, die Rolle des energetischen Feldes in der nonverbalen Hypnose. Sechstens, wie wird die Trance in der nonverbalen Hypnose ohne Worte eingeleitet? Siebtens, praktische Anwendung der nonverbalen Hypnose. Achtens, wie unterscheidet sich nonverbale Hypnose von Verfahren wie der Regressionshypnose und dem Simpson-Protokoll? Und neuntens, die genauen Unterschiede zwischen Regressionshypnose und nonverbaler Hypnose. Zehntens, der Vergleich zwischen mesmerischer Hypnose und klassischer Hypnose. Und elftens, eine kritische Zusammenfassung mit meinem persönlichen Fazit. Also bleib dran und erfahre, ob nonverbale Hypnose wirklich so mächtig ist, wie sie klingt, oder ob du besser skeptisch bleiben solltest. Was ist nonverbale Hypnose? Nonverbale Hypnose ist eine besondere Form der Hypnose, bei der vollständig auf Sprache und verbale Anweisungen verzichtet wird. Entwickelt wurde sie von Professor Dr. Antonio Carreiro, einem brasilianischen Hypnosetherapeuten, der erkannte, dass es möglich ist, tiefe Hypnosezustände zu erreichen, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Die Idee ist, dass durch gezielte Berührung und Stimulation bestimmter Punkte am Körper, sogenannte hypnogene Zonen, einen Zustand der tiefen Hypnose erreichen. Diese Technik soll die Selbstheilungskräfte aktivieren, indem sie das Unterbewusstsein direkt anspricht, ohne störende Suggestionen oder äußere Einflüsse. Unterschied zwischen nonverbaler und mesmerischer Hypnose. Die nonverbale Hypnose wird oft mit dem Mesmerismus verglichen, einer Methode, die im 18. Jahrhundert von Franz Anton Mesmer entwickelt wurde. Beide Ansätze basieren auf nonverbaler Kommunikation, aber es gibt wesentliche Unterschiede. Mesmerismus gründet auf der Idee des animalischen Magnetismus, eine universelle Kraft oder ein Fluidum, das durch den Körper fließt und durch den Magnetiseur, also den Therapeuten, beeinflusst werden kann. In der Praxis werden mesmerische Streichungen und Berührungen genutzt, um das Energiefeld des Patienten zu glätten und zu harmonisieren. Nonverbale Hypnose hingegen basiert auf modernen Erkenntnissen der Hypnosetherapie und verzichtet auf diesen metaphysischen Hintergrund. Stattdessen stehen die Stimulation von Körperzonen und das Auslösen von Trancezuständen im Vordergrund, um Heilungsprozesse anzuregen. Unterschiede zur herkömmlichen Hypnose. Im Vergleich zur herkömmlichen Hypnose, die hauptsächlich auf verbale Suggestionen setzt, ist die nonverbale Hypnose radikal anders. In der traditionellen Hypnose gibt der Hypnotiseur klare sprachliche Anweisungen und führt den Klienten durch eine Reihe von mentalen Bildern und Suggestionen, um ihn in einen Hypnosezustand zu versetzen.
Die nonverbale Hypnose hingegen verlässt sich ausschließlich auf körperliche Techniken und das energetische Feld des Klienten, um denselben Effekt zu erzielen. Ein weiterer Unterschied ist die Rolle des Therapeuten. Während bei der herkömmlichen Hypnose der Hypnotiseur eine aktive Rolle spielt, bleibt der Therapeut in der nonverbalen Hypnose im Hintergrund. Er ist lediglich der Auslöser des Prozesses. Der Klient entscheidet selbst, wie tief er in den Hypnosezustand eintaucht. Techniken der nonverbalen Hypnose. Bei der nonverbalen Hypnose gibt es einige spezifische Techniken, die eingesetzt werden, um den Hypnosezustand zu erreichen und zu vertiefen. Blitzinduktion. Hierbei handelt es sich um eine schnelle, überraschende Bewegung, mit der der Klient in den Hypnosezustand versetzt wird. Zum Beispiel wird die Hand des Klienten plötzlich weggezogen und der Kopf sanft in Richtung Brust geneigt. Stimulation hypnogener Zonen. Bestimmte Körperpunkte werden durch Berührung stimuliert, ähnlich wie bei der Akupunktur, um die Trance zu vertiefen. Mesmerische Streichung. Diese sanften Bewegungen durch das Energiefeld des Klienten sollen dazu beitragen, energetische Blockaden zu lösen und das Wohlbefinden zu steigern. Die Rolle des energetischen Feldes in der nonverbalen Hypnose. Ein wesentlicher Aspekt der nonverbalen Hypnose ist das Arbeiten mit dem energetischen Feld des Klienten. Es wird angenommen, dass jeder Mensch von einem Energiefeld umgeben ist, das durch äußere Einflüsse aus dem Gleichgewicht geraten kann. Der Therapeut versucht, dieses Energiefeld durch sanfte Berührungen und Streichungen wieder in Balance zu bringen, wodurch der Klient in eine tiefere Entspannung geführt wird. Die Arbeit mit dem Energiefeld soll emotionale und körperliche Heilungsprozesse in Gang setzen. Einleitung der nonverbalen Hypnose ohne Sprache. Der Einstieg in die nonverbale Hypnose erfolgt ohne Worte. Die Hypnose wird meist durch die bereits erwähnte Blitzinduktion eingeleitet, bei der der Klient durch eine schnelle, plötzliche Bewegung überrascht wird. Dieser Moment der Überraschung öffnet den Zugang zum Unterbewusstsein. Anschließend nutzt der Hypnotiseur sanfte Berührung und die Arbeit mit dem Energiefeld, um die Trance zu vertiefen. Ohne jegliche verbale Kommunikation ist der Klient auf seine eigenen inneren Signale und Empfindungen angewiesen, was diese Methode besonders intensiv macht. Praktische Anwendung der nonverbalen Hypnose. Nonverbale Hypnose kann bei einer Vielzahl von Problemen eingesetzt werden. Dazu gehören Stress, Ängste, Depression, Suchtverhalten und sogar körperliche Beschwerden wie Schmerzen oder chronische Krankheiten. Besonders für Menschen, die Schwierigkeiten haben, über ihre Probleme zu sprechen, bietet diese Methode einen diskreten und effektiven Ansatz, da keine Worte ausgetauscht werden. Kann sich der Klient also somit ganz auf seinen eigenen Heilungsprozess konzentrieren. Unterschiede zu Verfahren wie Regressionshypnose oder dem Simpson-Protokoll. Regressionshypnose und das Simpson-Protokoll sind zwei Hypnosetechniken, die stark auf Kommunikation setzen. Bei der Regressionshypnose wird der Klient durch verbale Anweisungen in vergangene Erlebnisse zurückgeführt, um tief sitzende Blockaden zu lösen. Das Simpson-Protokoll arbeitet mit idiomotorischen Signalen, bei denen der Klient durch Bewegungen wie das Heben des Fingers antwortet. Nonverbale Hypnose hingegen verzichtet auf jegliche Kommunikation. Es geht um Stille, Berührung und Energie. Unterschiede zwischen Regressionshypnose und nonverbaler Hypnose. Während die Regressionshypnose darauf abzielt, vergangene Traumata zu verarbeiten, liegt der Fokus der nonverbalen Hypnose auf der Aktivierung der Selbstheilungskräfte im Hier und Jetzt. Bei der Regressionshypnose ist der Therapeut sehr aktiv und führt den Klienten durch die Sitzung, während er in der nonverbalen Hypnose eine eher passive Rolle einnimmt. Unterschiede zwischen mesmerischer und klassischer Hypnose. Die mesmerische Hypnose, die auf den animalischen Magnetismus setzt, unterscheidet sich deutlich von der klassischen Hypnose.
Mesmerismus verwendet energetische Streichungen und Magnetismus, während die klassische Hypnose auf psychologischen Prinzipien wie Suggestion und Fokussierung beruht. Mesmerismus gilt heute als überholt, obwohl er wichtige Grundlagen für die Entwicklung der modernen Hypnose gelegt hat. Lass uns das Ganze einmal zusammenfassen und ein Fazit ziehen. Nonverbale Hypnose klingt beeindruckend. Ein tiefgreifender Heilungsprozess ohne Worte, nur durch Berührung und Energie. Doch wie wirksam ist diese Methode wirklich? Die Wahrheit ist, es fehlen wissenschaftliche Beweise für die nachhaltige Wirksamkeit. Ohne verbale Kommunikation bleibt oft unklar, wie tief der Klient wirklich in Hypnose ist. Außerdem stellt sich die Frage, wie die Klienten eine Sitzung bewerten, in der sie nicht verbal begleitet werden. Die Methode mag faszinierend sein, aber unser kritisches Bewusstsein sollte nicht abgeschaltet werden. Nonverbale Hypnose kann für manche Menschen eine interessante Alternative sein, doch sollte man sich bewusst sein, dass die Erfolge stark von der Ausbildung und der Erfahrung des Therapeuten abhängen. Erfahrung ist übrigens auch wichtig, um wirklich tiefe Hypnosezustände zu erreichen. Ich würde dir ja empfehlen, jetzt hier zu klicken und dir die Geheimnisse echter Tiefenhypnose anzuschauen. Das ist wirklich beeindruckend. Also jetzt hier klicken und wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder und ich lüfte ein paar spannende Geheimnisse.